Hallihallo, Hallöle, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteuern und es geht immer noch um das Thema, wie kann ich aus einem Übersee-Container ein Containerhaus bauen? Und heute geht es um das Thema Boden. Und wie bringt man den alten Boden raus, weil der ja mit Pestiziden eingelassen ist und es wäre schlecht für eure Gesundheit? Und wie könnt ihr die Fläche von oben bis unten zwischen eurem Auflieger eben noch mit isolieren, sodass ihr einen zusätzlichen Isolationskörper gewinnt. Und los geht's! Jetzt geht es um das Thema Boden im Seecontainer fürs Containerhaus. Jetzt denkt man sich am Anfang, oh Gott, wie wichtig kann denn bitte das mit dem Boden sein? Aber es ist verdammt wichtig. Also Punkt Nummer 1, ihr habt eine 3 cm dicke Siebdruckplatte. Auf der kompletten Ebene wiegt die ca. 520 bis 580 Kilogramm. Also das ist richtig Gewicht. Also wenn ihr auf das Gewicht achten müsst, müsst ihr auf jeden Fall den Boden rausholen. Da wir ja auf einem Auflieger ein mobiles Haus auf Rädern bauen wollen, kommt es natürlich auch auf das Gewicht an. Natürlich dürfen wir als komplettes Gespann 40 Tonnen haben, also 8 Tonnen für den Traktor, 1,6 Tonnen für die Dolly, 7,2 Tonnen für den Auflieger. Dann der Container selber wiegt ca. 6 Tonnen. Und dann das, was wir noch nach innen eben hineinbauen an Dämmstoffen, Isolationen und so weiter, dass wir eben komfortabel hierherin leben können. Das Problem an diesen Böden von Überseecontainern, die für die Fracht verwendet wurden, ist als erstes, dass die mit Fungiziden eingelassen wurden. Und diese Fungizide sind dafür da, dass sich eben kein Schimmel in dem Container bildet. Ansonsten würden ja die Materialien, die von Punkt A nach Punkt B über den Seeweg herübergefahren werden, würden zu schimmeln beginnen und deswegen sind die stark toxisch belastet. Bedeutet, in der Regel solltet ihr immer die Böden rausholen. Wenn ihr jetzt für ein Upcycling-Projekt, also wenn ihr sagt, ihr kauft euch einen alten Überseecontainer, dann sind die Schrauben meistens komplett vergriesknattelt. Also wir mussten jede einzelne Schraube abschneiden. Wir haben jetzt verschiedene Techniken angewendet und die haben sich eben rauskristallisiert, dass die eben nicht ganz so gut waren. Ich setze mich jetzt mal ein bisschen um euch das zu zeigen. Also ihr habt als erstes die Schraube. Wir haben probiert mit einer großen Rätsche und mit einem Kreuz- oder einem Torx-Schraubenschlüssel das zu öffnen, je nachdem, welche Schraube gerade verwendet wurde. Wir haben insgesamt haben wir 6 Stück abgebrochen, weil die Schrauben einfach sich so sehr in das Material, also in dieses Metall eingearbeitet haben, halt verrostet waren, also und sich mit dem anderen, mit dem U-Träger verbunden hatten, dass es unmöglich war, sie zu lösen. Die nächste Technik, was wir hergenommen hatten, das war eine Schrubbscheibe, also eine breite Scheibe auf der Flex und haben dann in einem Kreuz drüber geschrubbt, sodass eben der Kopf abgeplatzt ist. Das hat unheimlich lange gedauert und es hat wahnsinnig geraucht. Also wir sind in dieses Holz mit reingekommen und dadurch war erstmal eine super stickige Luft im Container, das war Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, es hat relativ lange gedauert. Es funktioniert definitiv, aber es benötigt wirklich viel Zeit. Die deutlich bessere Variante ist, die Flex seitlich anzusetzen und unter den Schraubenkopf durchzuflexen mit einer Trennscheibe. Also das geht ungefähr 10-mal schneller. Also das ist Trick Nummer 1. Trick Nummer 2 ist, wenn ihr diese Platten rausgehoben habt, dann ist es erstmal ein immenses Gewicht und ihr müsst euch erstmal den Containerboden selber anschauen. Und das machen wir, weil es gibt nämlich unterschiedliche Seecontainer. Also es gibt Seecontainer wie jetzt dieser, der hat eine Metallfläche von hier bis hier und die ist von hier ungefähr 3 Meter lang und da
gibt es eben Auflieger, die sind so konzipiert, dass die vorne eine Nase haben, also die LKW-Auflieger, die die Container spazieren fahren. Und da taucht eben diese Freiflächennase, also da ist unten drin eben nichts. Das zeigen wir dann auch nochmal von außen. Und da wird er dann draufgesetzt. Jetzt ist es aber so, wenn ihr das wirklich komplett alles isolieren wollt, dann benötigt ihr natürlich auch diese Fläche. Ansonsten habt ihr jetzt diese Bereiche isoliert, jetzt zum Beispiel mit XPS-Platten, und habt dann einen schönen Boden draufgesetzt, einen neuen. Aber das bringt euch natürlich nichts, weil ihr ja diesen Bereich nicht isoliert habt. Also der Trick ist hier auch wieder, sich an diesen U-Trägern zu orientieren, also an diesen orientieren und dann gerade Linien rüberwärts schneiden, also dieses Metall ausschneiden. Also bedeutet von hier nach da, so rüber und so rüber, und ihr schneidet einfach die gleich großen Flächen aus. Erstens, ihr spart euch unheimlich viel Gewicht, und Punkt Nummer zwei ist, ihr könnt den kompletten Container isolieren. Aber das ist noch nicht alles. Also wir kommen nochmal zu den nächsten Überlegungen und gehen einmal auf die andere Seite. Was wir hier an diesen Holzplatten sehen können, ist erstmal die Massivität. Also 3 cm. Das bedeutet ungefähr 77 Kilo, was jetzt diese Platte hier wiegt. Also das ist richtig Masse. Aber nicht nur das. Es ist auch der Spritzschutz. Also die sind ja auf offener See. Das bedeutet, das Salzwasser greift diese Träger unheimlich an und die sind komplett verrostet. Also wenn ihr den upcyclen wollt, also wenn ihr den wieder neu verwenden wollt, müsst ihr den Sandstrahlen und vor allem eben diese Trägerkonstruktion. Weil wenn ihr die Trägerkonstruktion nicht von Rost befreit, dann rosten euch irgendwann diese Träger eben weg und ihr habt den ganzen Aufbau komplett umsonst gemacht. Und das ist natürlich Kacke, ne? Also man kann das zwar so machen, aber dann ist es halt scheiße, ne? In diesem Sinne, wir haben jetzt hier unterschiedliche Trägerkonstruktionen. Das ist nicht bei jedem Seecontainer gleich. Deswegen konnten wir das auch vorher nicht eruieren. Das ist auch bei euch der Fall. Das bedeutet, wenn ihr einen Container kaufen wollt für günstiges Geld, dann ist es wichtig, dass ihr euch zuerst auch den Container eben in hochgehobener Form auch von unten zeigt, sodass ihr erstmal seht, auf was lasst ihr euch überhaupt ein. Sind es H-Träger, sind es U-Träger? Was wurde denn verbaut? In welchem Abstand? Ist es zum Beispiel einer wie jetzt unserer, der eben diese riesengroße Metallplatte innen drin hat, der dann eben auf einen hochgeformten Containerauflieger geht? Das muss man auch wieder gesondert betrachten. Wenn wir das gewusst hätten oder gesehen hätten, hätten wir uns vielleicht für einen anderen Container entschieden. Weil wir eben von vorne kein Blech hätten, also kein Blech hätten hinschweißen müssen, sodass wir eben das auch noch verschließen können. Zeigen wir aber auch wiederum alles draußen. Was ihr hier jetzt schon sehen könnt, ich tue mal kurz meine Beine auf die Seite. Hier geht ja schön die Luft nach innen rein. Also das ist ja nicht dicht. Also das ist jetzt der Boden von unserem Containerauflieger. Und der Containerauflieger selber, also der LKW-Auflieger, der hat ja auch wieder 3 cm dicke Siebdruckplatten drinnen. Also die wiegen wieder zwischen 520 und 560 Kilo circa bei 13,90 Meter Länge. Das bedeutet, wenn ich jetzt das und das zusammenrechne und sage, ich brauche die ja an sich gar nicht, ne? Also das ist ja vollkommen egal für mich, dann sind es insgesamt eine Tonne und roundabout 200 bis 250 Kilogramm, die ich da rausbringe. Das bedeutet, wenn wir eine 9 mm Siebdruckplatte besorgen oder die wir besorgt haben und wir bauen die jetzt von hier nach hier ein und dann kommt eine 10 cm dicke XPS-Isolierung drauf, dann kommt eine Drittschalldämmung und dann setzen wir oben die USB-Platten drauf, dann haben wir im gesamten Bereich, also wenn wir das auf den kompletten Container anrechnen, haben wir uns ca. 600 Kilogramm Gewicht gespart.
was wir dann wiederum für Lärmschutz investieren können. Also das bedeutet, wir rechnen immer dagegen, was ist gerade sinnvoller, was reicht uns aus. Wenn wir jetzt rechnen, diese 3 cm dicken Platten, die haben natürlich eine viel höhere Stabilität in Form von Aufpressdruck, der von oben kommen kann. Also wie viele Tonnen? Also das bedeutet, auf das kleine Karree von 30 cm mal 30 cm haben wir jetzt das letzte Mal mit einem 20-Tonnen-Wagenheber die Beulen ausgebeult und mit einem großen Druck nach unten auf dem Boden eben diese Beulen im Dach ausgebeult und trotzdem haben diese Platten nicht nachgegeben. Also die sind an sich unzerstörbar. Aber dieses Gewicht habt ihr ja gar nicht. Also ihr müsst rechnen, ungefähr 400 bis 500 Kilogramm wollt ihr auf 30 cm bis 40 cm wollt ihr an sich erschaffen, dass das funktioniert. Mehr muss gar nicht sein. Das bedeutet, das, was ihr jetzt drin habt, also von den Überseecontainern, das ist erstmal vollkommen überdimensioniert. Also das muss gar nicht sein. Also die Idee, was wir haben, ist, wir bauen uns kleine Winkelchen ein, also hier und hier, nehmen dann das U, setzen hier eine Siebdruckplatte ein, also die ist relativ dünn, also 9 mm, die wiegt sehr, sehr wenig auf dem Quadratmeter. Wir befüllen das Ganze mit XPS, geben dann einen Bauschaum mit rein. Der hat jetzt bei uns 50 Dezibel Schallkraft, der ist jetzt hier nicht unbedingt notwendig, aber wir haben ihn als Sponsoring einfach bekommen für alles. Also XPS-Platten haben ja keinen Schallschutz, also von daher gesehen wäre es eigentlich egal. Aber das, was wir haben, das verwenden wir einfach. Dann setzen wir oben drauf die OSB-Platten und dann kommt unser Schallschutz, also das ist eine dicke, wie eine Art Schaumgummimatte, wo aber eine Schwerlast mit dabei ist, die 35 Dezibel rausfiltert. Dann kommt eine Schwerlastfolie drauf, die 30 Dezibel rausfiltert. Und dann kommt oben drauf unsere Fußbodenheizung. Und dann kommt auf den oberen, also on the top, also eben auf diesen Styropor-Estrich, nenne ich das jetzt mal, da kommt dann oben drauf eben unser besonders dicker Laminat, sodass er eben nicht nachgibt mit einer Trittschalldämmung. Also so wird er aufgebraucht. Also so ist erstmal unser Bodenaufbau. Was man aber sehr gut sehen kann, ist, dass Container, die verwendet wurden, immer am Boden verrostet sind, weil da eben das Gischtwasser, also vom Meer, also das Salzwasser, sehr, sehr stark angreift. Also außen ist der Container deutlich unverletzter und eben auch meistens nicht so verrostet wie am Boden und auf dem Dach, weil die Container eben übereinander gestapelt werden. Und das ergibt eben dieses Problem. Aber jetzt schauen wir uns nochmal die 2, 3 Themen von außen an, sodass wir das nochmal von einer anderen Perspektive aussehen und eben dann uns vorstellen können, wie können wir so einen Überseecontainer richtig ausbauen, weil jeder hat ja so seine individuellen Vorstellungen. Also ihr müsst ja nicht so bauen wie wir oder so hyper-intens, also so immer auf das Extremste ausgelegt. Aber ihr müsst auf jeden Fall wissen, auf was ihr euch einlasst. Also wandern wir einmal um unseren Container herum. Also was ihr hier nochmal sehen könnt, jetzt vom Containeraufbau selber, das ist eben die Breite, die wir isolieren wollen von innen, sodass eben schon eine Maximalisolierung von unten eben in den Innenraum ist. Also sodass eben Kälte von innen gar nicht reinkommen kann. Also das ist uns besonders wichtig. Aber wir kommen jetzt mal nach hinten. Wir haben jetzt von vorne wie von hinten bei unserem Überseecontainer haben wir für die Gabeln vom Gabelstapler eben die Einführungskanäle. Wenn ihr das gleichmäßig eben mit Isolation ausbauen wollt, dann ist es eben wichtig, diese Schächte auch entweder rauszuflexen
oder auch mit XPS-Platten oder der Isolation, die ihr eben verwenden wollt, die keine Feuchtigkeit ziehen kann, eben komplett so voll zu packen, sodass es nicht zu, ja, Kältebrücken kommen kann. Das zweite große, was wir jetzt eben haben, wo der Containerauflieger eben so diese Nase nach oben hat, das ist eben diese Aussparung. Die geht von hier bis hier rüber und ihr seht schon den Abstand. Also das ist ungefähr das, was ihr isolieren könnt. Dass das natürlich ein bisschen besser aussieht, werden wir das von hier bis hier noch verschließen, sodass es gut aufliegt und auch bei schlechtem Wetter, also wenn wirklich der Regen peitscht oder der Schnee sich voll reinsetzen könnte, dass dann eben nichts passiert mit dem Material. Und es sieht ja auch komisch aus, wenn da jetzt ja, bunte Styroporplatten jetzt dann eben liegen würden. Das ist an sich der Aufbau von einem Seecontainer und wie der Boden aussieht und was ihr damit machen könnt, wenn ihr euch ein Seecontainerhaus selbst bauen wollt. Wir haben uns die Fingerwund gesucht in 14 verschiedenen Sprachen und wir konnten insgesamt nur 8 Bilder auftreiben, wie diese Überseecontainer aufgebaut sind und was man daraus bauen kann. Ich hoffe, wir konnten mit unserem Video etwas mehr Klarheit erschaffen, sodass ihr für euren Ausbau des Containerhauses eine neue Inspiration habt. In diesem Sinne wünschen euch... Warte. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Ihr wollt doch wissen, wie man so ein Containerhaus baut. Ja, dann müsst ihr dranbleiben. Die meisten Leute gucken nur einfach die Videos und abonnieren nicht. Das kostet nichts. Bei uns ist das Abo kostenlos. Bei allen anderen kostet das was. Nee, Spaß beiseite. Also wenn ihr zum Beispiel Survival-Erlebnisse haben wollt, Expeditionen erleben wollt. Also wir haben über 1200 verschiedene Survival-Wildnis- und Bushcraft-Kurse. Wir haben Prepper-Ausbildungen. Wir haben... Ja, eigentlich haben wir nahezu alles, was man sich vorstellen kann, was mit Abenteuer zu tun hat. Wir haben jetzt als letztes ein Mikroabenteuerbuch geschrieben. Warum halte ich eigentlich diesen Solar-Stift in der Hand? Ah ja, stimmt, das ist auch ein Sponsor. So, gut, jetzt hatte ich den Stift auch noch in der Hand. Das wollte ich heute eigentlich gar nicht machen, aber das hat sich angeboten, weil ich immer irgendwo rumfinger und rumfummel. Ne? Das Schöne bei uns ist, dass alles, was wir als Erschaffungszeit verwenden, nur dafür verwenden, dass Abenteuer in das Leben von vielen Menschen kommt. Also wenn ihr auch ein abenteuerliches Leben haben wollt, also auch ein Lebensabenteurer werden wollt, ja dann abonnieren und einfach dabei bleiben. In diesem Sinne wünschen euch die Lebensabenteurer viel Spaß und viel Freude in eurem Leben. Ciao!